Zurück bei Harry in Deadly Premonition, diesmal allerdings unter etwas anderen Vorzeichen, namentlich Zombies oder wie wir diese auch nennen wollen. Denn dieses Mal sind wir in einer dieser Outer World Missionen hier, bevor wir dann letztlich wohl auf Harry stoßen werden. Er hat wieder mal seine Inneneinrichtung komplett umgeräumt, das macht er gern. Auch wenn er im Rollstuhl sitzt, scheint er da sehr mobil zu sein. Ein Bild. Die eine sieht aus wie Anna. These girls, Zach. Do you see the resemblance? Anna. Genau. She looks like Diane. And Carol. Zach, look. Emily. Sieh mal Anna an. Ah! Alle Mordopfer der Vergangenheit und Zukunft, Fragezeichen, das wollen wir nicht hoffen, denn Emily, our precious Emily, shall not die, shall she? Okay, hier, das sieht ganz nach einem fetten Arena-Kampf aus. Was habe ich denn? Schon mal meine Shotgun ausrüsten und auch schon mal reloaden. Was haben wir hier? First Aid Kit. Das ist sicherlich sinnvoll. Und High Quality Beef. Das packe ich mal in die Toolbox, denn Hunger habe ich jetzt gerade nicht. Mein Charakter auch nicht. Obwohl ich eigentlich selbst schon. Wie auch immer, wie dem auch sei. Aha. Jetzt geht das rund. 1, 2, 3 sehe ich schon mal. Das sind wahrscheinlich nicht die einzigen. Okay, versuchen wir mal eine Linie zu bilden. Und dann gleich zwei auf einmal. Das hat ja irgendwie letztens mal ganz nice geklappt. Also war das nicht gut. Ich glaube, sie ist auch noch nicht mal gestorben, ne? Sie ist jetzt gestorben. Okay, das war's auch schon. Das hätte ich mir etwas schwieriger vorgestellt sogar. Surprise. Im positiven Sinne. Gut, dann können wir jetzt hier weitergehen. Richtung Harrys Rollstuhl. Oh Gott. Wieder ein Zombo. Da geht's anscheinend weiter. Dann ist noch eine Medaille. Und hier ist auch noch was. Turkey Sandwich. Oh. Alles dabei sein. Dabei sein ist immer schön. Hier geht's nicht rein. Was war denn das? Ein Hund? Irgendwie. Oh fuck! Die Scheiben. Gut, dass es mich nicht ganz so erschrocken hat, weil ich nicht hingeguckt habe. Ha! Resident Evil Style. Hier die Scheiben alle eingebrochen, nur ohne Hunde. Hier müsste ja der Innenhof sein. Ist er aber nicht, oder ist er doch? Oh Gott! Das war mal ein Außen-Aerial. Da ist ein Zombo. I don't care. Ich an den hier vorbei. Lauf mal! Scheiße. So, jetzt vielleicht. Mann, du Fettsack, beweg dich. So, und jetzt ist frei, danke. Ist noch eine Medaille. Hier springen die Scheiben wieder auseinander.
Der Funny Walking Style der Zombies hat sich auch noch nicht verändert. Okay. Oh ja, ist ja gut. Oh Gott, Golfschläger sogar. Weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Versuch's mal hier, aber. Fail. Die mit dem Golfschläger ist ganz schön schnell unterwegs, habe ich das Gefühl. Zu. Oh, der hat eine Shotgun. Oder muss ich das Schloss zerschießen? Erstmal hier hin. Ah. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Ob ich da jetzt zurückkomme, wo ich schon war oder was? First Aid Kit Large, aber zu voll mein Inventar leider. Ich bin total auf jeden Fall lost in Mansion of Harry's, denn ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gerade bin, vor allem wo ich hin muss. Das ist hier so ein Ruhebereich mit Blut im Klo, aber hier können wir mal saven, das ist immer gut. Ach guck mal, das soll Blut sein, so aus wie ein Steak, ey. Muss ich wechseln, Klamotten? No problem, looks brand new. So, mal wieder das Tür durchrennen trainiert, lange nicht mehr gemacht. Ah, hier ist rot. Soll wahrscheinlich hier hin, oder? Jetzt sind wir im Innenhof. Ist hier wieder ein Riddle vom Riddler, oder? Wahrscheinlich, ne? Jetzt kommen hier gleich Dinger vor. War ja wär klar. Aber gibt's keinen Riddler, Riddle-Ding, sondern wahrscheinlich einfach nur ein Fight. Okay. Nur zwei? Wie wir das? Oh, krass, das sind Explosionsfässer. Muss ich wahrscheinlich aufpassen, dass die das nicht in die Luft jagen, wenn ich daneben stehe. Ne, guck mal da. Reload that shit. Geht weiter. Round 2. Oh, das war aber eigentlich gut gezielt. Na. Oh, jetzt sind gleich beide Fässer in die Luft gegangen. Naja. Der Shotgun darf man anscheinend nicht. Da hatte ich Glück, dass der mich von hinten nicht noch erwischt hat. Muss man echt nah dran sein am besten. Lebt der immer noch, Alter? Ne. Wo lebt denn noch einer? Oh krass, zwei neue. Ah, die sterben gar nicht von einem Schuss. Unglaublich. Der hat gerade zum Schießen ausgeholt. Oh, er holt auch raus. Nein, habe ich ihn getroffen? Ah, okay. Streuwirkung hat ihn Gott sei Dank erwischt. Aber er lebt noch, denke ich. Ja. Shotgun Shells. Sehr nice. Sehr passend. Und das war es dann auch. Sehr schön. Sehr gut. Haben sie mir einen ganz schönen Kampf geliefert. Jetzt sind wir auch raus aus der Outer World, glaube ich mal. Wenn keine
schwarzen Flecken mehr am Boden. Oder wie nennen die es eigentlich? Outer World oder Other World? Ich habe mir das nicht gemerkt. So hier rechts, oder? Ne, ist immer noch Outer World oder Other World. Jedenfalls immer noch hier rotes. Warte mal, ne, hier bin ich doch vorhin lang gegangen, oder? Ne, hier bin ich. Hier bin ich vorhin schon lang gegangen. Mit den Scheiben. Ah, aber jetzt ist hier was anders. Oder so. Oder nicht. Immer noch nicht die Orientierung wieder gewonnen. Naja, hier war ich schon. Okay, das ist wie so ein Shortcut quasi. Was ist hier? Oh, ein Bonusraum. Okay. Was ist das denn? Habe ich Sie gestört, Madame? Okay, ganz schönes Intro für so einen Standardgegner. Vor allem lebt sie immer noch. Mein Mann. Was ist denn hier gedroppt, dass das so krass ist? Ah, ein Medium First Aid Kit. Könnte nochmal hilfreich werden. Achso, ich wollte jetzt eigentlich mal durch die Türen durchrennen. Das habe ich mir irgendwie zu lange abtrainiert. Ich weiß jetzt nicht. Ah! The fuck, Alter! Party for three oder was? Wo ist meine Granate, wenn man sie mal braucht? Komme ich irgendwie scheiße vorbei, ne? Ah! Ja, rettet auf mich. Son of a Zombie, Alter. Was denn jetzt, krieche ich hier oder was? Oh, der nächste greift an. Aber jetzt bauen sie eine Schneise für mich, durch die ich, glaube ich, durchrennen kann. Ja, ja, siehst du. So geht das nämlich. Da lasse ich mich nicht verarschen. So, dann muss ich jetzt hoffentlich hier lang. Ah. Emily? No. Mein Vater ist da. Stop. Das war ein bisschen scary. Na, jetzt sind wir hier bei Harry eigentlich. Und hier gibt's zwei Knöpfe. Okay. War nochmal ein relativ simples Schalterrätsel. Dann können wir jetzt hier rein. Oh Gott! Mein Gott, der hat auch ein Haus, der Harry. Da baut er sich. Das ist ein richtig Morph-Haus. Oh no, not! Nicht zugehen, oder was? Was ist denn los? Was ist denn los, York? Guckst du da so doof? Jetzt nicht verstanden. Auf jeden Fall, hinter uns war abgeschlossen worden, glaube ich. Da sitzt Harry, oder? In seinem, sehr geil, ey. Professor Xavier.
Looks like we're out of the countryside and back in civilization. Welcome, York. Hallo, Harvey. I brought the documents. Just what is going on in here? I warned you about haste. Take it slow. You'll lose sight of what's important if you just rush past it. As an agent of the FBI, I'm sure you know. So many people have got it all wrong. They think speed is the key. That being first is the best. They want speed and are satisfied with what the speed brings. Even if it means that they miss so much on the way, they don't even see that. I see everything that they don't. From here, I see it all. Then, when the time comes, I make use of what I've seen. I can get whatever I want in this way. Anything at all. You're certainly talkative today, Harry. But I didn't come here for a business lecture. Tell me everything you know. Speed is not important. Timing is what is important. Timing. York, you have a natural gift for waiting for the correct timing. Just be careful that your haste does not ruin everything. That will be vital to solving the current case at hand. York, I know more than you think, but less than what you hope. One, you have Nick in custody. Two, Thomas is missing. Three, Carol has a locket that belongs to the murderer. I also know that this case revolves around the Red Seeds, but that's about it. So you've got an inside line on police information. That reminds me. The victim's tongues were cut out, weren't they? But that's only a minor point. Don't let the shocks blind you to what's more important. That's another business tip. Harry, I'm impressed. You gather information really well. You hacked into the FBI network, too. Amazing. But I didn't come here to hear this. Then let us close the business seminar. It's time for a history lesson instead. I remember it as though it were yesterday, if you'll pardon the cliché. It was dark, raining, a foggy night. My parents, who normally got along, were fighting over something. My father was blaming my mother, it seemed. So I left the house, headed for the clock tower. There was a party being held that day to celebrate the tower's completion. I wanted to see the town from above, and so I decided to climb the tower. Curious child, I saw it being constructed day after day. I'm not sure why, but I was really drawn to the tower in some way. And that's why I knew. From the pit in the theater, there's a path to the clock tower. They were just cleaning up after the party, so it was easy to get into the theater.
covered my nose and mouth and ran home. I unconsciously counted the number of times the bell rang. After the 12th time, the bell did not stop ringing. It rang a loud 13th time. Ja, geil. Mehr davon. Story. After the incident, the gas seeped into the soil of the town. Even today, when it rains, a minute amount is released. That's why I never take my mask off when I'm outside. This town is dirty, York. If what you say is true, then the killer is someone who is badly affected when it rains. You need to draw the conclusions, not I. I have no conclusions. Is there a connection between the red seeds and the gas, then? This is just my own presumption. The seeds and the gas have a similar effect on our nervous systems. I believe someone figured that out and decided to use it. Or it could just be nature's way of getting back at us humans. York! Good news! You'll hear from George soon. They have found Thomas. I'll tell you one last and very important thing. Just as you suspected, everything I have told you is gibberish. I never hacked into the FBI server, and I certainly know nothing about the red seeds. I shall thank you for listening to an old man babble on.
me ask you one thing then, Harry. You're a businessman. You must be after something in return for giving me this information. York, at times we must purge things from this world because they should not exist. Even if it means losing someone that you love. But that still does not justify murder. Remember this. Everything changes in form. There isn't a single thing that can maintain its shape for eternity. Overlook this fact. You'll be making a big, big mistake. Absolut abgefahren irgendwie, alles krass. Man ist schlauer und doch wieder nicht, aber es war auf jeden Fall eine coole Geschichte, die er da erzählt hat. Und so wird natürlich auch ein bisschen diese ganze Parallelwelt erklärt, wenn es irgendwie durch Gas hervorgerufen wird. Faszinierend. Irgendwie. So, Thomas ist jedenfalls gefunden worden, scheinbar. Und es regnet. York, we found Thomas. Ah, he's at his house, right? How did you know that? Timing, Emily. Good timing. Whatever, just get in. George is heading over there already. Let's get a move on. Zach, things are finally starting to come together. All we need now is for Thomas to fill in the blanks in our new legend. So sehe ich das auch. Und wie es dann weitergeht mit Thomas, seht ihr in der nächsten Episode von Deadly Premonition. Bis dahin, euer Dredd.